Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic Knights of the Fallen Empire mit unserer tapferen Seitenmarotte. So, wir gehen jetzt wieder zurück in die Allianzzentrale und dann mal gucken. Was wird das hier? Das ist eure erste offizielle Ansprache als Allianzkommandantin. Ach du Scheiße. Ich muss mich bei allen für ihr Vertrauen bedanken. Es gab keine Abstimmung, keine Treffen, keine Diskussionen. Es ist einfach so passiert. Und so ist es schon, seit ihr angekommen seid. Jeder weiß es. Jetzt ist es nur offiziell. Ich dachte, ihr hasst Titel. Ich hasse es, einen zu haben. Aber ich liebe es, sie zu verleihen. Sie sehen zu euch auf und wollen, dass ihr sie zu Großem führt. Also zeigt ihnen den Weg. Eine motivierende Rede halten, eine aggressive Rede halten. Nein, motivierend. Jeder von uns weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Wir haben unsere Liebsten verloren. Unsere Freunde. Wir wurden immer wieder in den Staub geprügelt. Unsere Leben wurden uns geraubt. Es fühlt sich fast so an, als ob das unser Schicksal wäre. Aber niemand von euch hat aufgegeben. Ihr habt die Verluste ertragen und durchgehalten. Ihr habt hierher gefunden, um etwas aufzubauen, um zu kämpfen. Und ich weiß die Hilfe von jedem Einzelnen von euch zu schätzen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird die Galaxis nicht länger unter einem Tyrannen leiden müssen. Zusammen vertreiben wir Arkan von seinem Thron und werden siegen. Sie haben viel erreicht. Ja, das haben Sie. Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Aber wenn Sie so weitermachen, könnten Sie eines Tages das ewige Imperium herausfordern. Vielleicht. Ein Jammer, dass so viele von Ihnen sterben werden. Das sind keine guten Worte. Das ist nicht gerade vertrauenserweckend und zuversichtlich für die Zukunft. Du kehrst mit leeren Händen zurück. Schon wieder. Ich habe dich vermisst. Die Gravestone, der Fremdling. Wo sind sie? Wir haben Patrouillen in 5 Sektoren, aber keine findet eine Spur von ihnen. Vielleicht bilden wir sie uns ja nur ein. Irgendjemand muss die Wahrheit kennen. Ich kenne diesen Ausdruck. Du hast gerade einen wundervollen Einfall. Wähle in jedem dieser 5 Sektoren einen bewohnten Planeten aus. Lass sie von der Flotte bombardieren. Wie lange? Bis nur noch Staub übrig ist. Jemand weiß es und jemand wird es uns verraten. Aber nur, wenn wir diesem jemand einen Grund liefern. Ihr habt uns gerufen, Theron? Es soll Hinweise auf Verbündete geben. Hinweise, ja. Zusagen, nein. Lana arbeitet immer noch an den großen Nummern.
Aber es gibt eine potenzielle Verbündete auf Sakul, die wir bis jetzt ignoriert haben. Brandfackel. Eure Informationen sind fehlerhaft. Brandfackel steht nicht auf unserer Seite. Brandfackel? Ein nicht identifiziertes Individuum, das vor 2 Jahren auf Sakul eingetroffen ist. Sie hat Bombenanschläge auf militärische und zivile Einrichtungen im Turm verübt. Dann ist sie eine Terroristin und keine Verbündete. Sie ist beides. Ich bin von der Idee auch nicht begeistert, aber wir können im Moment nicht wählerisch sein. Sie hat ebenso viel Schaden verursacht wie wir. Koth hat recht. Gibt es denn überhaupt jemanden, mit dem wir uns nicht verbünden würden? Ich habe lediglich ein Gespräch vorgeschlagen. Und seht euch doch mal um. Wer hat hier denn eine weiße Weste? Was will sie? Basierend auf ihren ausufernden Audiomanifesten scheint sie eine Anarchistin zu sein, die die perfekte Gesellschaft von Imperator Arkan stürzen will. Es gibt Leute im Turm, die ihr zu ihren Kunstwerke erschaffen. Sie handeln sogar mit Hologrammen ihrer Arbeiten. Wenn sie so lange auf Sakul überlebt hat und Verbindungen zur Bevölkerung aufrechterhält, ist sie einen Blick wert. Also gut, wir stellen den Kontakt her. Scorpio, du bist die Expertin für die Unterwelt von Sakul. Die Herrin der Leiden könnte Hochleistungssprengladungen anbieten, um sie hervorzulocken. In Ordnung. Ich begebe mich in Kürze nach Sakul. Ich leiste Unterstützung, wenn ihr welche braucht. Passt nur auf euch auf. Arkan ist noch immer hinter euch her. Und Brandfackel ist vielleicht nicht die Verbündete, die wir uns wünschen. Brandfackel will von meinen Mitarbeitern Sprengladungen erwerben. Übermittle Position. Gut, dann gucken wir uns mal die Post hier an. Eine meiner Aufgaben ist es hier, die Moral zu überwachen. Ich höre jeden Kommkanal im Lager ab, außer euer natürlich. Ich sortiere die Befehlskette. Und ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Wenn andere eine private Unterhaltung führen. Das klingt jetzt irgendwie schlimm, wenn ich das schreibe. Lass mich doch mal nochmal anfangen. Ich höre, was die Leute im Lager von sich geben und die Stimmung ist gut. Selbst die treuesten imperialen Soldaten sind von euren Worten inspiriert. Die Leute glauben, dass wir gewinnen können. Und das ist die größte Verbesserung im Vergleich zu dem, was ich in den letzten 5 Jahren gehört habe. Ihr habt die Skeptiker für euch gewonnen, Commander. Und falls das eine Rolle spielen sollte, ihr habt auch meine Stimme sicher. So, warte mal, aber dann können wir das vielleicht gleich mal mit ihm ja jetzt auch gleich mal, wie an Bord deines eigenen Raumschiffes. Vielleicht können wir das ja auch miteinander verbinden oder auch vielleicht auch nicht. Egal, wir lassen das jetzt erstmal da drin. So, warte mal, wo muss ich jetzt überhaupt hin? So, ich glaube, ich muss hier hin. Brandfackel-Fan. Ja, genau, hier muss ich hin. So. Sagt nicht, dass ich euch nie helfen würde. So, warte mal, gibt es vielleicht jemand anderen, den ich mitnehmen kann? Nö. Nee. Na, das macht doch nichts.
Gott. Okay, auf jeden Fall lang wieder. So. Dann kümmern wir uns mal um die Typen und ihre Gewehchen. Ah ja, hier, das auch. Die ist hier auch eine Gefährtin, die Kalyu. Ist auch von dem Imperialen Agenten eine. Genau. Eine Gefährtin von Imperialen Agenten, ja. Fünf Ebenen weiter unten gibt es diesen einen Sprungtruppendroiden. Irgendwas ist da bei der Programmierung falsch gelaufen. Er liebt es, Rückenmassagen zu geben. Das Beste, was Sakul je erschaffen hat. Hm, dann weiß ich ja, wo ich als nächstes hingehe. Ihr haltet die Klappe. Und ihr? Warum glaube ich euch nicht, dass ihr meine Sprengladungen dabei habt? Wir sind nicht euer Feind. Na, Macht überreden wäre nicht gerade vielleicht vertrauenserweckend. Ihr seid Brandfackel. Die Herrin der Leiden hat euch von einem Geschäft hier erzählt. Ich habe keine Bomben für euch, aber ich bin auch nicht hier, um gegen euch zu kämpfen. Tja, das ist alles sehr enttäuschend. Ihr werdet vielleicht überrascht, Brandfackel. Einigen wir uns auf Kalio. Brandfackeln nennen mich nur die Einheimischen, um etwas Farbe in ihren tristen Alltag zu bringen. Und ich nehme an, ihr seid der große, böse Fremdling? Ich habe gehört, was ihr in der Droidenfabrik getan habt. Dort wäre beinahe alles geschmolzen. Dann wäre es beeindruckender gewesen, aber der Energieausfall war auch schon amüsant. Was führt euch zu mir? Ich baue eine Allianz gegen Arkan auf. Ihr habt Fähigkeiten und Ressourcen, die ich brauche. Ich bin keine gute Teamspielerin. Es ist so, ich stecke gerade mitten in einer großen Sache. Ihr habt mir mit der Fabrik den Wind aus den Segeln genommen und mich angelogen, was die Sprengladungen angeht. Das sind zwei Minuspunkte für euch. Wir haben euch außerdem gerade vor den Sprungtruppen gerettet. Ja, das ist wahr. Und es kommen noch mehr. Ein wenig Hilfe könnte nicht schaden. Wenn ihr mitkommen wollt, können wir unterwegs reden und arbeiten. Ich brauche Einzelheiten, aber nicht hier. Wie ich schon sagte, ihr habt mir die Show gestohlen. Jetzt stehle ich sie zurück. Ich überlasse euch das. Es gibt da einen Kontakt, den ich treffen muss.
Erster Halt, die Energiekoppler der alten Welt. Ihr wisst, wie man einen Detonator verdrahtet? Ich bin ja nicht ganz blöde. Dann mal los. Meistens ich will zumindest gut aussehen. So, dann können wir ja auch gleich mal den ganzen Quark hier, den wir haben, verkaufen. Ja, nee, das sind ja hier alles Gefährtengeschenke, die behalte ich natürlich. Nicht identifiziert, nehmen wir trotzdem mal. So, mal sehen, was hat das Lichtschwert denn hier alles? Trotzdem kann ich das gebrauchen. So, wollen wir mal gucken hier. Heft kann ich jetzt zwar nicht gebrauchen. Das nicht, aber vielleicht für einen anderen Charakter. So, die kann ich auf jeden Fall... Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, das hat Schnelligkeitswert. Mal gucken. Schnell. Warte mal, das war Schnelligkeit 295. Hier Schnelligkeit 271. Das nehmen wir doch mal gerne mit. So, warte mal. Was habe ich denn jetzt hier? Schnelligkeit. Haben wir noch ein bisschen mehr und hier muss auch noch ein bisschen. Und da muss auch noch ein bisschen. So, dann wollen wir mal gucken, wo muss ich denn jetzt nun eigentlich genau hin? Alter, wo kommt der noch einmal her? Wo kommt der denn auf einmal her? Alter, was... Warte... Hallo? So, ich nehme an, dass ich irgendwo... Irgendwo da hin muss. Warte mal. Ah ja, da muss ich hin. Alles klar. Gut. Dann war es hier. Ja. So, böse Fronttruppe. Auf dem Schrott bist du jetzt noch. Sprungtruppen auf. Ich muss eine behelfsmäßige Ionengranate mit dem Energiekoppler verdrahten. Wenn ich einen Fehler mache, werden wir alle geröstet. Der Energieausfall, den ihr verursacht habt, hat gezeigt, dass das ganze System verwundbar ist. Ihr wisst von der Überwachung? Es ist so eine Art Kommandozentrale? Schlaues Mädchen. Die Überwachung kontrolliert die Hälfte der Droiden im Turm. Sprungtruppen, Bautruppen, medizinische Einheiten und noch viel mehr. Wenn wir ein paar Energiekoppler gleichzeitig durchschmoren, legen wir die Überwachungssicherheit lahm. Keine Energie, keine Kraftfelder, keine Scanner. Wir können einfach so reingehen. Diese ganze Stadt läuft mit Maschinen.
Wenn wir die Überwachungssteuerung ausschalten, legen wir praktisch den ganzen Turm lahm. Ja, diese Leute, die Droiden erledigen alles für sie. Die meisten Einwohner sitzen faul herum, während sie von ihrer Technologie gefüttert und beschützt werden. Wir zeigen ihnen ein oder zwei Tage lang, wie das wahre Leben ist. Ohne Droiden, bis sie es repariert haben. Wir könnten noch mehr bewirken. Wie wäre es, wenn wir die Droiden mit der Überwachungssteuerung neu programmieren? Ich hatte nicht vor, dort lange zu bleiben. Und Technologie ist nicht so mein Fall. Vergesst nicht, dass ihr zu mir gekommen seid. Wenn euch meine Methoden nicht gefallen, ist mir das eigentlich egal. Aber ich lege noch einen Bonus obendrauf. Tavor Slenn, der Überwachungsadministrator? Die Daten, die er braucht, um die Droiden zu steuern, sind mehr oder weniger ein kompletter Stadtplan. Wenn ihr dort einen Angriff plant, braucht ihr diese Daten. Verteidigung, Schwächen, alles. Wenn wir es hineinschaffen, springt also für uns beide etwas raus. Ein Grundriss des Turms sollte die Mühe wert sein. Lasst uns weitermachen. Na los, begeben wir uns lieber zum nächsten Energiekoppler, bevor die Sprungtruppen auftauchen. Zu spät! Gut, wo ist das denn nächste Energiekoppler? Moment, man muss das hier wieder hoch, ne? Passt auf euch auf, in Ordnung? Oh, das war ja richtig lieb von ihr. Sie macht sich doch nicht etwas Sorgen um mich. Aber wo muss ich da jetzt... Ah, da muss ich ran. Oh, den wollte ich auch nicht haben. Aber ist egal. So, das war's schon. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. So, was nun? Jetzt aber nichts wie hoch. Und tot. So. Alles klar. Guck mal. Wir beide werden immer besser. Die gleichen Sprüche bringst du auch bei den imperialen Agenten.
So, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo, seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.